Meditation über die Ungewissheit, Unberechenbarkeit, der Vergänglichkeit, der Unbeständigkeit Anicca als Weisheits- oder Einsichtsmeditation. Wir beginnen aber mit stillem Sitzen, Achtsamkeit auf den Körper, die Atmung, unsere eigene Gemütsverfassung, die Augenblicke. Wir sind auf unserem Meditationsplatz im Körper angekommen. Es gibt so eine einfache, kurze Anweisung, die sagt, wenn du meditierst, Körper auf der Sitzmatte, Bewusstsein im Körper. Bringen wir also die Bewusstheit oder nennen wir sie ruhig Achtsamkeit in den so sitzenden Körper und entfalten erst einmal die uns gewohnte Körperhaltung, bis wir den Eindruck haben, die Achtsamkeit füllt den, nennen wir ihn ruhig Meditationskörper, ganz aus, von Fuß bis Kopf und von Kopf bis Fuß, einschließlich der Gliedmaßen. Ein bisschen wie ein Gefäß, das mit Achtsamkeit von unten nach oben vollläuft oder auch von oben hineinfließt. Und vergessen wir nicht, Achtsamkeit ist wach, klar, präsent, freundlich. Neugierig, sie will bemerken, was alles da ist und wie sich das anfühlt. Und Achtsamkeit ist auch regulierend, sie entspannt auch, gleicht aus, harmonisiert. Einfach dadurch, dass wir bewusst jetzt zunächst mal im Körper sitzen. Die Atmung kann uns dabei sehr unterstützen, wenn wir die Atmung auch ganz deutlich bemerken, wie sie sich ereignet, können wir sie sogar vielleicht dahin lenken, wo wir gerade mit der Achtsamkeit im Körper sind. Jetzt würden wir da hinein- und herausatmen. Die Atmung ist der Stoff, das Bindeglied von Körper und Geist.
Ja, und da ist natürlich auch nicht nur das Körperliche, sondern auch das Innere und zudem noch das Äußere. So werden wir uns auch unserer aktuellen Gefühlslagen, Empfindungen im Körper und vielleicht auch innerlich gewahr. Was ist da gerade? Was spüren wir? Laune, Stimmung, Wärme, Kühle, Angenehmes, Unangenehmes. Und unsere gegenwärtige mentale Verfassung. Was beschäftigt mich heute Morgen? Vielleicht sind da noch Traumreste oder irgendwelche aktuellen Gedanken, Gänge, Pläne, Hoffnungen, Ängste. Das ist alles im Geist. Und das sitzt hier mit uns oder in uns. Und wir versuchen quasi in einer augenhaften Präsenz damit gegenwärtig zu sein. Und da ist natürlich auch noch das, was uns umgibt. Die Dinge, die wir hören, sehen, riechen, schmecken, tasten. Einfach die äußere Umgebung, in der wir uns hier befinden. Da sind die anderen, die vielleicht auch in unserem Haus sind und in unserer Nachbarschaft und in unserem Ort, unserer Stadt, in dieser Welt. Auch das kann in die Geistesgegenwart alles einbezogen werden. Das sind alles Lebewesen und Phänomene, die wie wir hier zugegen sind, Bewusstheit könnte sich grundsätzlich auf alles ausdehnen. Muss nicht immer nur selbstbezogen sein. Kann aber in der Betrachtung von Körper, Atmung und Geist eine gute Basis haben. Hier finden wir unsere eigene mentale Stabilität. Wenn wir nur die äußere Welt betrachten, entsteht große Zerstreuung. Ja, so sitzen wir bitte ein paar Minuten in Stille, etwa noch 9 oder 10 Minuten. Jede und jeder auf ihre oder seine Weise.
Ja, es ist die Gelegenheit, den Körper etwas zu bewegen, zu lockern. Um für eine zweite Sitzung wieder gut sitzen zu können. Angenehm, leicht sitzen zu können. Anstelle einer von mir jetzt vorgetragenen Betrachtung über Vergänglichkeit, Unbeständigkeit würde ich etwas vorlesen, ein paar Zitate aus dem entsprechenden Kapitel des Juwelenschmucks der Befreiung des tibetischen Meisters Gampopa, 12. Jahrhundert, aber zeitlos. Der Dharma des Buddha weist uns darauf hin, dass alles Zusammengesetzte vergänglich ist. Ein Zitat aus der sogenannten Dharma-Essenz, ein Texttitel offenbar. Ansammeln endet in Zerstreuung, Aufbau endet in Zerfall, Zusammenkommen oder Begegnung endet in Trennung und Leben endet in Tod. Ansammeln endet in Zerstreuung, Aufbau endet in Zerfall, Zusammenkommen endet in Trennung und Leben endet in Tod. Vergänglichkeit zeigt sich auf vielen Ebenen, auf mehreren Ebenen. Die Vergänglichkeit der äußeren Welt zeigt sich in zweierlei Form, als grobe Vergänglichkeit und feine oder subtile Vergänglichkeit, also in großen Zeiträumen sichtbar oder in kleinen Zeiträumen sichtbar. Und die Vergänglichkeit der Lebewesen ist ebenfalls zweifach. Die Vergänglichkeit anderer und unsere eigene Vergänglichkeit. Vergänglichkeit ist also ein allgegenwärtiges Prinzip des Daseins und sie ist natürlich und auch im Grunde unaufhaltsam. Hören wir die Passage über die Vergänglichkeit der äußeren Welt, der Welt in großen Zeiträumen. Da heißt es, vom zuunterst liegenden Windmandala, also eine Art kosmische Urkraft und Dynamik, bis hinauf zur vierten meditativen Versenkungsstufe gibt es nichts, was dauerhaft von fester Beständigkeit und unveränderlich wäre.
Alles von der ersten Versenkungsstufe an abwärts wird manchmal durch Feuer zerstört. Alles von der zweiten Stufe an abwärts manchmal durch Wasser. Und alles von der dritten Stufe an abwärts wird ab und zu durch Wind zerstört. Es wird also tatsächlich gesagt, dass tiefere Versenkungsstufen erst die Erfahrung von Beständigkeit oder Unvergänglichkeit ermöglichen. Erst wenn der Geist ganz tief zur Ruhe gekommen ist, gibt es eine Erfahrung von Beständigkeit. So wie beispielsweise Öl vollständig verbrennt, bleibt nach der Zerstörung durch Feuer nicht einmal Asche übrig. So wie sich Salz völlig in Wasser auflöst, bleibt nach der Zerstörung durch Wasser nicht einmal Sediment übrig. So wie Staub durch Wind fortgeblasen wird, bleibt nach der Zerstörung durch Wind nicht das geringste bisschen übrig. Die vierte Stufe meditativer Stabilität wird weder durch Feuer noch Wasser noch Wind zerstört, sondern löst sich von selbst durch den Tod der sie erlebenden Wesen und deren Übergang in andere Existenzformen auf. So viel dazu. Vielleicht mögen wir uns das ein paar Momente in Stille vergegenwärtigen. Das wird auch bedeuten, dass unsere inneren Erfahrungen, die in Zusammenhang stehen mit der äußeren Welt, vergänglich sind. Wir können uns fragen, was wäre hier beständig? Wo wäre hier eine Beständigkeit, so etwas wie ewiger Frieden zu finden? Dann können wir die Vergänglichkeit der Welt in kleineren Zeiträumen betrachten. Vergänglichkeit zeigt sich im Wandel der Jahreszeiten, im Auf- und Untergehen von Sonne und Mond und in der Vergänglichkeit jedes einzelnen Augenblicks. Das wird hier illustriert. Vergänglichkeit im Wandel der vier Jahreszeiten. Durch die Kraft des kommenden Frühlings verändert sich die Welt, unsere Umgebung. Der Erdboden wird weich und rötlich. Gräser, Bäume und die Pflanzen im Garten sprießen. Doch all dies ist vergänglich und dem Wandel der Zeit unterworfen. Die Kraft des nahenden Sommers lässt die Erde feucht und grün werden. Zweige und Blätter wachsen auf Gräsern, Bäumen und Pflanzen. Auch dies ist nur vorübergehend und dem Wandel der Zeit unterworfen. Wenn der Herbst mit seiner Kraft kommt, wird der Boden hart und gelblich. Die Pflanzen, Gräser und Bäume bringen ihre Früchte zur Reife. Doch auch dies vergeht und ist dem Wandel der Zeit unterworfen. Unter dem Einfluss des Winters gefriert die Erde und wird weiß. Die Pflanzen, Gräser und Bäume vertrocknen und werden brüchig. So ist alles vergänglich und dem Wandel der Zeit unterworfen.
Vergänglichkeit im Auf- und Untergehen von Sonne und Mond. Die Kraft des anbrechenden Tages lässt die Welt, unsere Umgebung, hell und klar werden. Und wenn die Nacht kommt, wird es dunkel und finster. Auch dies sind Zeichen von Unbeständigkeit und Wandel. Vergänglichkeit eines jeden Augenblicks. Die Welt, die äußere Umgebung, so wie sie im vorangegangenen Augenblick bestand, gibt es im darauf folgenden Augenblick schon nicht mehr. Es erscheint, als würde sie gleich bleiben, weil etwas Ähnliches entsteht, so wie beim Strömen eines Wasserfalls. Die Vergänglichkeit der Lebewesen, die Vergänglichkeit anderer. Alle Lebewesen der drei Daseinsbereiche sind der Vergänglichkeit unterworfen. So lesen wir im Sutra Großes Schauspiel, so heißt es. Die drei Welten sind so vergänglich wie Herbstwolken. Er steht da tatsächlich nicht. Also mit den drei Welten sind wohl die Lebewesen in allen Sphären der Welt gemeint. Auf der Erde, über der Erde, unter der Erde oder wo auch immer. Dann die eigene Vergänglichkeit. Auch ich selbst habe nicht die Macht, in diesem Leben zu bleiben, sondern werde gehen müssen. Dies können wir erkennen, indem wir die Vergänglichkeit des eigenen Seinsstroms untersuchen und betrachten, wie es anderen ergeht und dies zu uns selbst in Beziehung setzen. Davon hören wir das erste, den Anfang des ersten Aspektes. Das Untersuchen des eigenen Seinsstroms. Den eigenen Seinsstrom zu untersuchen, besteht aus der Kontemplation über den Tod, über die Anzeichen nahenden Todes, über das Verstreichen der verbleibenden Zeit und über Trennung. Bei der Kontemplation über den Tod bedenke, ich werde nicht lange in dieser Welt bleiben, sondern bald weitergehen müssen. Das sagt man oder das lesen junge Menschen, Menschen im mittleren Alter, Menschen im hohen Alter. Und es stimmt für alle. Bei der Kontemplation über die Anzeichen des nahenden Todes bedenke, meine Lebenskraft wird ein Ende haben. Der Atem wird aufhören, dieser Körper wird dann eine Leiche sein und der Geist woanders hin weiterwandern müssen. Bei der Kontemplation über das Verstreichen der verbleibenden Zeit bedenke, seit letztem Jahr ist ein Jahr vergangen und mein Leben ist jetzt um genau so viel kürzer. Seit letztem Monat ist ein Monat vergangen und meine Lebensspanne hat um genau so viel abgenommen.
Seit gestern ist ein Tag vergangen. Und wieder ist mein Leben um einen Tag kürzer. Im Nu ist dieser Augenblick vorbei und mein Leben ist wieder um einen Moment kürzer. Und dazu ein Vers aus dem Bodhicharyavatara von Shantideva, Eintritt in den Pfad des Bodhisattva. Tag und Nacht, ohne je anzuhalten, verliert sich dieses Leben unaufhörlich. Wo doch auch der Rest ständig schwindet, wie sollte da jemand wie ich nicht sterben? Wenn uns das, was wir hier hören, bedrückt, bewegt, gehen wir wieder mit der Achtsamkeit in den lebendigen Körper, atmen bewusst, spüren die Kraft, die Stärke, die jetzt da ist. Egal, ob sie groß ist oder nicht mehr ganz so groß, wenn wir schon älter oder auch von einer Krankheit betroffen sind. Wir nutzen die Kräfte, die da sind, um uns auch dieser Realität hier widmen zu können, die uns hier gezeigt wird. Ja, und da ist noch eine kurze Passage, die auch keine gute Nachricht für uns bereithält. Bei der Kontemplation über Trennung bedenke, meine jetzigen Freunde, mein Besitz, mein Körper und alles andere, was ich so sehr schätze, wird mich nicht für immer begleiten. Bald schon werde ich davon getrennt sein. Alles, was sich gegen diese Realität wehrt, nennt man im Buddha Dharma Begehren, haben wollen, besitzen wollen, verlangen. Der Geist findet Frieden und Ruhe, Klarheit und wir verbreiten Frieden, Ruhe und Klarheit in dem Maße, wie wir das loslassen können. Nicht indem wir es begehren. Das Gegenteil von der Realität, die möglich ist, begehren. Was immer die Ursachen für Vergänglichkeit sein mögen, die aktuell auftreten. Die Ursachen können vielfältig sein. Innere Ursachen, äußere Ursachen. Können vom Körper selber kommen, von der Zeit, von Veränderungen in unserer Umgebung, Umwelt, Natur, Gesellschaft, Staat. Wenn wir Frieden finden wollen und Frieden bewahren wollen, finden wir den nur hier. In dieser Haltung des Wissens über die Vergänglichkeit, des Nicht-Ergreifen-Könnens von etwas Unbeständigem und in der Weisheit, die daraus entstehen kann. Der Liebe und des Mitgefühls, die daraus entstehen kann.